Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Das ist quasi der Nachfolger von dem letzten Video, dem Polen-Vlog. Da hatte ich euch ja erzählt, dass ich in dem nächsten Video einmal drauf eingehe, warum wir jetzt länger in Polen geblieben sind. Und wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon am Hintergrund erkennen könnt, sind wir mittlerweile schon wieder zurück in Deutschland. Und ich wollte euch einfach ein kleines bisschen updaten, was so die letzten 2 Wochen passiert ist. Denn da war echt einiges los. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt am besten anfange, weil einfach so viel passiert ist. Aber grob war ja erstmal der Plan, dass wir ungefähr ja so 5 bis 7 Tage in Polen bleiben. Je nachdem, das wollten wir dann ja ganz spontan entscheiden, wie lange wir dann auch mit der Family Zeit verbringen wollten. Und ja, wahrscheinlich wären wir eher so eine Woche geblieben. Dann gab es allerdings einen Krankheitsfall und wir sind deswegen dann länger in Polen geblieben. Waren dann, glaube ich, jetzt insgesamt 9 Tage da, mussten dann natürlich auch gucken wegen Kleidung und alles, war nicht geplant, dass wir ein bisschen länger da bleiben, aber das ging irgendwie. Ich hatte ja das letzte Mal an dem Dienstag, bevor wir gefahren sind, trainiert gehabt und wir hatten gesagt, okay, ich mache eine Trainingspause von 5 Tagen, um einfach meinem Körper nochmal die Ruhe zu geben, um dann jetzt in den letzten Prep-Wochen nochmal komplett Vollgas geben zu können. Dadurch, dass wir dann aber länger in Polen waren, musste ich mir natürlich überlegen, okay, wie machen wir das jetzt mit dem Training? Weil wir wussten auch nicht, wie lange bleiben wir jetzt dann im Endeffekt da. Sind jetzt dann 9 Tage geworden, aber es hätten theoretisch auch 10 oder 14 Tage werden können. Deswegen musste man da dann natürlich eine Alternative finden. Wir haben dann auch ein ganz gutes Gym gefunden gehabt. Das hieß Brooklyn Gym. Also wenn ihr in Ratibor in Polen seid, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gab es auch so Angebote, eine Tageskarte und für 4-mal Training, ich glaube 7-mal trainieren ging auch. Also es war auch nicht so teuer. Für polnische Verhältnisse jetzt klar schon ein bisschen mehr, aber für Deutschland war es auf jeden Fall voll okay. Also hier zahlt man mehr für eine Tageskarte. Deswegen, wenn ihr da mal Urlaub machen sollt, Brooklyn Gym kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, da haben wir dann so ein bisschen trainiert gehabt, einfach damit ich natürlich die Muskulatur und alles auch erhalten kann. Wir sind dann nach 9 Tagen aber auch wieder nach Deutschland zurückgekommen für einen Tag, weil wir hier auch noch Dinge erledigen mussten und auch noch einen Arzttermin anstand. Sind dann aber nur einen Tag hier gewesen und am nächsten Tag dann schon wieder zurück nach Polen gefahren zur Beerdigung und dann den Tag darauf wieder zurück. Also ihr könnt euch vorstellen, es war in einer Woche sind wir die knapp, ja ich glaube es waren 900 Kilometer, 3-mal gefahren. Das war schon echt anstrengend, natürlich auch für den Körper scheiße. Ich muss gucken, wie komme ich irgendwie auf meine Steps? Das hat an den meisten Tagen auch ganz gut geklappt gehabt. Nicht immer, aber es gab, glaube ich, einen Tag, da bin ich nur 6000 Schritte gelaufen. Und die anderen habe ich immer hinbekommen, über die 10k zu kommen, was mir auch wichtig war. Training war trotzdem im Endeffekt nicht so gut gewesen. Wir waren einmal in Polen trainieren, in dem Gym. Da gab es einen Leg Day für mich. Und dann sind wir aber auch schon, wie gesagt, wieder nach Deutschland zurückgefahren. Und hier habe ich dann ja auch an dem einen Tag der Beerdigung nicht trainiert gehabt, aber davor und danach dann auch wieder trainiert, aber ihr könnt euch vorstellen, Gedanken waren nicht wirklich beim Training. Also ich habe natürlich versucht, bestmöglich alles irgendwie durchzuziehen, aber Gedanken waren trotzdem nicht da gewesen. Dementsprechend sieht auch die Form jetzt nicht so super aus. Also ich bin jetzt, glaube ich, vom Gewicht in der ganzen Zeit 2 Kilo wieder hochgegangen. Mittlerweile sind 1,5 Kilo schon runter, also wir sind jetzt wieder, ich glaube, 4 Tage zurück in Deutschland. Ich bin jetzt noch 500 Gramm über meinem Lowest Weight. Also es ist okay. Form, ich merke, dass einfach noch viel Wasser drin ist. Das wird, denke ich, jetzt auch noch mal ein paar Tage bis zu einer Woche dauern, bis das alles wieder rausgeht. Aber es sollte mit der Zeit dann jetzt auf jeden Fall alles klappen. Also Ernährung habe ich versucht, bestmöglich durchzuziehen. Kalorien waren trotzdem ein bisschen höher und dadurch, dass ich da auch nicht so super kochen konnte, waren natürlich auch andere Lebensmittel mit in meinem Plan. Das war wieder eine Umstellung für den Körper und das muss ich jetzt alles erstmal wieder einpendeln. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt jetzt froh, wieder hier zurück in Deutschland zu sein, bei meiner normalen Routine. Klar, die muss ich jetzt auch erst einmal wieder komplett einfinden. Also ich merke, ich habe jetzt noch eine halbe Woche Urlaub, da versuche ich noch mal ein bisschen runterzukommen, das Bestmögliche draus zu machen. Und dann geht auch schon wieder die Arbeit, der Arbeitsstress geht wieder los. Aber
Ich bin eigentlich auch ganz froh, weil ich dadurch dann wieder besser in die Routine komme. Also gerade wenn man am Arbeiten ist, ihr kennt das wahrscheinlich alle, man hat seinen normalen Tagesablauf und ich denke, das wird mir auch ganz gut tun, ein bisschen Ablenkung und alles. Einfach wieder, um mich voll auf die Prep zu konzentrieren, weil das ist in den letzten 2 Wochen echt ein bisschen untergegangen. Da war ich mit den Gedanken überall, aber nicht komplett in der Prep und das gehört auch dazu. Es kann nicht immer alles nach Plan laufen und es gibt Schicksalsschläge und da muss man einfach mit klarkommen und das Bestmögliche draus ziehen. Und im Endeffekt ist es nur wichtig, wie wir jetzt weitermachen. Und ich weiß, hier, ich habe jetzt noch 8 Wochen bis zum Wettkampf und da werde ich das Bestmögliche rausholen, was möglich ist. Und auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen härter anziehen müssen, dann wird es so sein, aber ich weiß, dass ich diese Form hinkriegen kann. Und da müsst ihr einfach nur an euch selbst glauben. Klar, es gibt manchmal Rückschläge im Leben, aber da muss man aufstehen und wieder weitermachen. Und das Wichtigste ist einfach, dass ihr weiter durchzieht. Und das könnt ihr schaffen. Das können wir alle schaffen. Man muss nur stark sein. Ja, Kaloriendrop gab es dementsprechend jetzt auch schon. Ich bin jetzt an normalen Trainingstagen bei 1600 Kalorien und an trainingsfreien Tagen bei 1400 Kalorien und immer noch die mindestens 10k Steps, eher ein bisschen mehr, so 12, 13. Und ich denke aber jetzt beim Wochenwechsel werden wir dann nochmal mit den Kalorien runtergehen, auch wahrscheinlich die Steps ein bisschen erhöhen. Gewicht war jetzt bei 53,5. Ja, also es ist an sich okay vom Gewicht. Bei meinem letzten Wettkampf war ich ja bei 48 Kilo, aber ich denke, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Muskeln aufgebaut gehabt in dieser kleinen Mini-Off-Season, die ich hatte. Also mal schauen, was dann im Endeffekt mein Stage-Weight sein wird, aber ich denke so ein bisschen unter 50 irgendwas. Ja, schauen wir mal. Aber es sind ja noch ein paar Wochen Zeit bis zum Wettkampf. Ich weiß, das Wasser muss jetzt auch erstmal wieder aus dem Körper rausgehen und Schlaf kam die letzten Wochen auch komplett zu kurz. Also ich habe, glaube ich, keine Nacht über irgendwie 6, 7 Stunden geschlafen gehabt und das ist natürlich gerade jetzt auch in der Prep definitiv nicht gut. Das heißt, da werde ich jetzt auch wieder den Fokus drauf legen. Heute war die erste Nacht, wo ich mal wieder 8 Stunden geschlafen habe. Und es hat auch gut getan. Also ich habe es auch direkt gemerkt. Heute Gewicht 500 Gramm weniger. Ja, also dauert jetzt alles ein bisschen, aber es wird sich auch alles wieder einpendeln, das weiß ich. Und das war es auch eigentlich grob, was jetzt alles passiert ist. Also ich habe jetzt schon die ersten 3 Trainings wieder hinter mir. Heute steht dann Rest Day für mich an. Und ich versuche jetzt einfach nochmal die letzten Tage während meines Urlaubs so ein bisschen zu genießen. Wir wollen vielleicht nochmal bei uns an Rhein fahren, ein bisschen Sonne tanken und einfach nochmal draußen spazieren gehen. Das war einfach ein kleines Update, was ich euch jetzt einmal geben wollte. Und in diesem Sinne würde ich jetzt auch schon sagen, das war's mit dem Video. In dem nächsten Video sehen wir uns wieder. Da wird es wahrscheinlich ein What I Eat in a Day geben, 8 Weeks Out. Da freue ich mich auch schon drauf, das euch zu zeigen, weil ein bisschen was hat sich jetzt in der Ernährung dann schon doch wieder geändert. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!